Und damit wird das nächste Türchen aufgemacht. Herzlich willkommen zum 12. Türchen in Kegels Adventskalender. Heute ja, spielen wir ein etwas wie soll ich es euch sagen? Wie sagt man es dem Kinde? Wir spielen heute Sober Santa. Ich sag mal so viel, das ist ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden, aber der Weihnachtsmann ist, wir müssen den halt so ein bisschen lustiger machen. Also, im übertragenen Sinne. Ich glaube, das kennen auch einige von uns. Moment, ich ziehe das Ding hier nochmal ein bisschen weiter runter. Naja, ihr seht's ja, was ich da jetzt so machen muss. Wieso kann ich nicht laufen? Hallo? Ach, jetzt geht's. Na, wunderbar. So, wir müssen hier unserem guten Santa ein bisschen was zu trinken geben, weil erstens ihm ist kalt und zweitens will er ein bisschen lustiger werden und die Steuerung, die wird dann auch immer ein bisschen schwieriger. Ja, man... wie man sieht, also ist echt lustig. Also mein lieber Santa Dings da, also ne, mal hier ein bisschen zurückhalten. Na, hier gucken kleine Kinder zu. Und hier er auch, hier er freut sich. Er hat schon eine rote Nase, er hat schon einen ganz roten Kopf. Nicht, dass er uns hier gleich nur aufs Dach hinkotzt oder sonst irgendwas macht. Wow, das ist, ja. Ja, komm, hol dir da nochmal, hier komm, du hast doch Durst. Ich seh's dir doch an. Genau. Ach, jetzt auch noch kiffen. Und furzen tut's da auch noch. Das ist ja unglaublich. Und der wird immer roter. Wow. Das kann doch echt nicht sein. Ich glaube, dieses Spiel hätte ich doch nicht auswählen sollen, aber... Ja, wunderbar. Und, ja, damit habe ich jetzt den, Santa Claus getötet. Oh mein Gott. Wie konnte ich nur? Das machen wir nochmal. So, hier noch ist, der Santa Dings hier, so richtig mit Schmackes, ne? Also der ist ja noch richtig gut drauf. Okay, jetzt wird er halt ein bisschen rosaner im Gesicht, aber wie kann man nach zwei Gläsern Sekt schon so besoffen sein, ey? Das ist doch nicht möglich. Ja. Erzähl mal, Santa, was hast du denn heute so gemacht? Außer saufen und rülpsen und furzen, was da noch so kommt, ne? Ja, danke. Also da sieht man, Alkohol ist nicht gut für die Sinne. Ja. Also, meine lieben Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, wunderbar. Lasst die Finger weg vom Alkohol, das ist nicht gut. Ne, nicht, dass ihr euch jetzt das den nächsten Tag dann hier aufs Dach stellt und immer wartet, dass ihr irgendwie, Dings hier auftaucht, also ihr Sekt. Und dann hier... sagt, ja, das haben wir beim Kegel gesehen. Der ist daran schuld, dass wir jetzt hier vom Dach fallen. Nee, sonst komme ich da noch sonst hin. Das muss ja nicht sein, ne? So. Oh, Präsent vom... ich weiß nur nicht, was diese Zahlen da oben bedeuten. Oh Gott, 220 haben wir jetzt, 264, okay. Wow. Hey, komm, bleib mal ruhig. Ja, toll, es gibt da auch schon wieder, wunderbar. Ja, furz hier die Ecken voll, toll. Unglaublich. Ich bin echt begeistert. Dieses Spiel ist sehr empfehlenswert. Und, ja, furz rum. Ist auch sehr lustig, dass man genau noch sieht, wenn er auf der anderen Seite des Daches runterfällt, dass er dann vorne auf der anderen Seite wieder auftaucht. Ich find's toll. Gut, Leute, das soll es jetzt aber auch schon wieder gewesen sein. Also ich will jetzt das Video hier nicht mit 5-6 Mal dasselbe Spiel hier voll spammen, ne? Ja, wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder. Also das Spiel ist, ich sag mal so, sehr empfehlenswert. Also besonders, wenn man was zu lachen haben will, das ist echt, ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Ich packe auf jeden Fall das Spiel in die Beschreibung rein, dann könnt ihr das ja mal selber austesten.
Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Türchen wieder. Ich hoffe natürlich, ne? Und bis dahin verbleibe ich mit meiner allbekannten Art und sage tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao!